Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein bisschen was zur Hautpflege erzählen, was ich so ausprobiert habe, benutzt habe und wovon ich ganz begeistert bin. Ich habe auch ein paar Produkte, die sind noch in Benutzung, aber da möchte ich euch auch schon mal was zu erzählen. Naja gut, fangen wir mal an. Haarpflege kennt ihr schon. Glisskur mit 20% Keratin und das war ja richtig toll. Würde ich mir auch wieder kaufen. Habe ich auch noch welche von. Dann habe ich mir hier Max White ja, Zahnpasta. Nehme ich hin und wieder mal. Ich trinke viel Kaffee und Tee. Ne? Und dann das reinigt die Zähne wirklich gut. Also das wird wieder heller. Dann nutze ich auch immer noch. Habe ich noch welche von. Dieses Abschmink. Diese Abschminkflüssigkeit, ne? Das mache ich mit dem Wattepad. Also ich habe ja meine wiederverwendbaren und die nutze ich dafür auch immer noch gerne. Also die finde ich auch noch ganz, ganz toll übrigens. Ja, und damit reinige ich mein Gesicht immer abends und dann geht das halt mit der Pflege weiter. Das ist mein erstes, um das Make-up abzukriegen. Es geht gut ab. Das ist auch gleich so pflegend. Es fühlt sich dann so ein bisschen ölig auf der Haut an, fühlt sich gut an und vertrage ich gut, ich kriege davon keine Pickel, meine Haut, also meine Kosmetik wird davon gut abgetragen. Genau, dann haben wir hier einmal Mundwasser verbraucht, da brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ja. Das ist Mundwasser, was dann wirklich, wirklich toll war, das habe ich von meinem Sohn seiner Freundin, von der Oma bekommen zum Geburtstag, das hier. Und das werde ich mir auch wiederholen. Das ist von Yves Rocher, ein Elixier mit, steht das da jetzt? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das ist ein Elixier-Serum. Ich suche mal auf Deutsch. Repariert die Haut und minimiert die Auswirkungen negativer Umwelteinflüsse. 8 Anti-Age-Patente. Yves Rocher Forschung für Pflanzenkosmetik hat die Apolio Extrakt aufgrund eines seiner hohen regenerierenden Eigenschaften, äußeren Einflüssen ausgewählt und der Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen ausgewählt. Die hochkonzentrierte Extrakt aktiviert hauteigene Systeme, die für die Regenerierung und schützenden Wirkung verantwortlich sind und bekämpft die Hautalterungserscheinungen, Umweltverschmutzung, UV-Strahlen, Müdigkeit, Stress. Sofortige Wirkung, Müdigkeitserscheinungen sind gemindert und der Teint ist in voller Ausstrahlung. Nach einem Monat Falten sind gemindert und die Haut repariert. Ja. Also das ist nicht Aloe Vera, sondern das ist, das kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt, Aploia-Extrakt. Steht das hier vorne auch irgendwo? Ja, hier unten, hochkonzentrierter Aploia-Extrakt. Oh, ist das jetzt scharf? Also auf jeden Fall tut das meiner Haut richtig, richtig gut. Ich bin ganz begeistert davon und werde mir das wiederholen, dieses Elixier. Dann hatte ich, dann haben wir hier noch einmal, das kann dann auch gleich weg, noch einmal Mundwasser. Und genau, dann habe ich hier von Barbour den Toner. Da ist noch ungefähr so viel drin. Ich benutze das morgens und abends. Ja, der war ja mit in der Barbour Glossy Box X Barbour drin. Dieser Toner, Thermal Toning Accent. Genau. Und das sind 200 ml gewesen. Von Barbour. Ja, kann ich auch empfehlen. Ist sehr, sehr schön. Weiß ich noch nicht, ob ich mir das wiederhole, weil eigentlich habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied zum Rosenwasser oder irgendwie einen anderen Toner so gemerkt. Aber es war schön angenehm und es riecht ja auch angenehm, ganz mild. Fand ich schon wirklich gut.
Aber ich muss auch sagen, ich probiere so viel Neues aus und es kommt immer wieder irgendwas dazu durch die Glossy Box oder so. Oder jetzt hier mit meiner Wundertüte. Und deswegen, ja, ist das schwierig. Ja, dann hatte ich euch davon auch schon erzählt. Pure Olive Handcreme. Die ist sehr, sehr intensiv. Die pflegt die Hände richtig gut, gerade wenn die sehr rau und kaputt sind. Und das ist eine ganz, ganz tolle Handcreme. Die ist mit Bio-Olive. Von Lidl haben wir die, von Zin, steht da auch, ne? Und da war mein Mann auch sehr begeistert, weil der hat sehr, sehr trockene Hände durch seine Arbeit. Und diese Handcreme hilft ihm. Da haben wir uns dann gleich ein paar Stück von gekauft. Ne? Nochmal Mundwasser. Okay, hätte ich da alles gar nicht reinschmeißen müssen. Dann hatte ich hier so eine Augenmaske ausprobiert. Da ist auch immer noch Flüssigkeit drin. Diese goldene Augenmaske, die war sehr, sehr schön, angenehm auf den Augen. Kann ich sagen, ja, würde ich mir auch wiederholen. Fand ich toll. Schmeiße ich da mal wieder rein, weil das tropft noch so ein bisschen. Und ja, dann haben wir hier einmal aufgebraucht CBD für die Hunde. Ja, genau. Na, für unsere Kira, die ist ja schon 15 und das so als Begleitmittel, das hilft ihr ganz gut. Das ist auch gegen leichte Schmerzen, soll das helfen. Und das kriegt sie regelmäßig von uns, morgens und abends. Na, CBD ist ja hier von der Cannabispflanze, na, das Öl. Das macht aber nicht süchtig und gar nichts. Also das ist nur das, was keine Halluzinationen auslöst, sondern was jetzt auch oft, glaube ich, in Cremes drin ist, in Tees. Na, kann man auch für Menschen kaufen. Und das haben wir für unseren Hund, haben wir da aufgebraucht. Was habe ich hier? Was war das? Von Barbour. Ach, die Hyaluroncreme. Die war toll. Die war toll. Diese Hyaluroncreme von Barbour. Also, ja, da war ich richtig begeistert. Die habe ich auch morgens und abends aufgetragen, weil ich ja mit Nachtcremes ja nicht so gut zurechtkam. Na, das... So sieht die aus. Oh, das blendet so, ne? So sieht die aus. Und die, da war ich richtig, richtig zufrieden mit. Die fand ich ganz, ganz toll. War ich ein bisschen traurig, dass die alle war. Die Barbour-Produkte sind ja nur auch nicht so günstig. Und das war auch nur so eine kleine Größe, leider. Ne? Das sind nur 15 Milliliter gewesen. Die waren ja natürlich schnell, wenn man das morgens und abends verwendet. Aber war sehr, sehr gut. Dann habe ich hier aufgebraucht von Glisskur Liquid Sleek. Eine Sprühkur, na, da gibt es ja ganz viele verschiedene von. Ich finde die alle toll. Na, von Glisskur halt, Bartkopf ist eh super. Dann habe ich immer aufgebraucht. Das habe ich auch jetzt schon eine Weile aufgebraucht. Ich habe auch noch welche, aber ich benutze im Moment ja von Zin die Produkte. Wollte ich euch auch gerne nochmal sagen. Also das hier ist jetzt von La Cura Vitamin C Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Habe ich auch aufgebraucht, fand ich sehr, sehr gut. Habe ich mir auch schon nachgekauft, das werde ich auch weiter benutzen. Dann habe ich ausprobiert von Nivea das Trockenshampoo. 3 in 1 steht da unten. Und dieses Trockenshampoo finde ich toll, das werde ich mir auch wieder kaufen. Es ist nicht so teuer und ich fand es richtig, richtig gut. Riecht auch schön. Und was auch ganz toll war, das war in einer Glossy Box. Dieses Deodorant, was ist denn das eigentlich für eine Marke? Also das fand ich richtig angenehm. War ich auch traurig, dass das alle war. Habe ich jeden Tag benutzt. Und das hilft auch. Also mich hat das geschützt vor Geruch. Also es war wirklich toll. Es roch schön. Ne? Ja, riecht man jetzt schon gar nicht mehr. Aber ich habe aber auch jetzt hier gerade Parfüm drauf. Ja. We Love, ist das vielleicht die Marke? We Love the Planet. Nee, das ja, weiß ich nicht genau, aber das, oh, ich habe euch das wieder gar nicht gezeigt. Ne? Also ist wirklich leer. Und zwar habe ich mir dann, am Anfang habe ich das mit dem Finger gemacht, das ist ja ein bisschen doof, dann hast du immer diese Creme am Finger nachher. Ich habe nachher einen Teelöffel genommen, so einen kleineren, so einen Espresso-Löffel. Und damit habe ich das gemacht, den habe ich dann immer im Badezimmer neben diesem Teil gehabt. Und das habe ich auch die ganze Zeit nur das benutzt, den Sommer durch, also es hat echt lange gehalten, muss ich sagen.
Ne? Einige Monate hat das gehalten und jetzt ist es leer gegangen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Ja, weil ich bin auch ein bisschen empfindlich mit meinen Achseln. Ich kriege schnell Entzündungen, wenn ich irgendwas Falsches benutze. Und die war richtig gut. Keine Probleme. Genau. Und dann kommen wir jetzt schon zu ein paar Sachen, die ich ganz besonders toll finde. Das ist zum Beispiel diese von Mood Musky. Die hatte ich auch in einer Glossy Box. Das ist eine 10 Minuten Boost für morgens Maske. Ne? Die machst du 10 Minuten drauf. Und das ist echt witzig. Das trocknet dann und das zieht so richtig alles zusammen. Das kannst du nachher so abpellen. Sollst du ja aber abwaschen. Ne? Und es minimiert die Poren. Es strafft tatsächlich. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Stunden, ich habe da nicht drauf geachtet, aber es strafft die Haut erstmal. Die Haut sieht frischer aus, die Poren sind kleiner. Ich finde die, ich zeige das nochmal richtig hier so, richtig toll. Diese 10 Minuten für morgens Boost. Ich gucke mal, ob da noch was zu steht. Die ist richtig toll. Morning Boost Maske, genau. Lifting, Hydrating. Smoothing, Energizing. Ja, die war auch so kühlend. Das fühlte sich so leicht an, als hättest du so wie Pfefferminz, aber nur in ganz mild auf dem Gesicht. Ne? Also die war so ein bisschen kühlend. Und hinterher hast du wirklich einen Unterschied gesehen. Das fand ich wirklich toll. Ein ganz bisschen ist noch drin. Einmal kann ich das noch verwenden, weil ich benutze das nicht so oft, weil jeden Tag brauche ich das ja nicht. Dann hatte ich, oder habe ich immer noch, ich glaube, das ist jetzt auch fast alle von Barbour, eine Overnight Peeling mit AHA. Na, habe ich auch zwei, dreimal benutzt. Sehr gut. Ist noch ein bisschen was drin, werde ich auch mal wieder machen. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Minimiert auch die Poren. Also morgens sah die Haut schon schön aus, die Poren ein bisschen kleiner. Ich habe das gerade hier so in diesem Bereich immer, dass mich das stört, dass die Poren da etwas größer sind. Ja, dann kommen wir noch zu einer Creme, die ich gerade erst in der Glossy im Adventskalender hatte, wo ich noch gelacht habe. Das ist diese von Avant, eine Augencreme. Und ich habe die das erste Mal abends aufgetragen und habe morgens gedacht, wow, diese kleinen Fältchen, ich habe ja nicht so doll, aber ich habe die ja auch. Und die minimiert das. Und je länger du das anwendest, ich habe es jetzt ein paar Tage in Gebrauch, also gleich am ersten Tag, wo ich den Kalender aufgemacht habe, habe ich damit auch angefangen. Ja, es wird immer ein bisschen weniger. Ich finde die natürlich trotzdem viel zu teuer. Für 135 Euro würde ich mir so eine kleine Tube gar nicht kaufen können. Also kann ich mir gar nicht leisten. Aber ich freue mich, dass ich sie habe zum Ausprobieren. Ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht. Ich habe gemerkt, bei mir wirkt es. Ich finde es jetzt nochmal ganz interessant. Ich möchte es meiner Mutter bringen und die soll das jetzt auch mal ausprobieren. Ich werde euch noch berichten, was sie dann dazu gesagt hat. Ich finde, das bringt wirklich was. So das erste Mal, dass ich von einer Augencreme, also ich habe ja noch nicht viele in Gebrauch gehabt, weil ich meistens meine Tagescreme ganz und gar nehme, aber wo ich wirklich sagen kann, die hat richtig gut was gebracht. Ja, genau. Dann wollte ich euch sagen, das sieht man vielleicht auch schon, ist schon einiges raus, ne? Ich bin begeistert von der Rival de Loop Hyaluron Foundation. Wirklich begeistert. Mache ich jetzt jeden Tag. Und mein Mann meinte auch, dass mein Hautbild damit noch ein bisschen glatter aussieht und feiner. Wahrscheinlich, weil das einfach mehr Feuchtigkeit hat als die Mousse von Essence. Obwohl, die ist auch toll und verteilt sich toll. Mag ich immer noch, werde ich mir auch wieder kaufen. Aber ich denke, da werde ich auch beibleiben. Erstmal. Ja, man probiert ja immer mal wieder was Neues aus, aber ich finde die richtig toll, wollte ich euch nochmal sagen, weil da hatte ich ja schon ein Video zu gemacht, wo ich noch nicht so 100% sicher war, wie ich die finde, weil ich muss solche Sachen immer zwei, dreimal ausprobieren. Beim ersten Mal ja okay, manchmal ist es dann so und beim nächsten Mal denkst du, ach nee, doch nicht, aber bei dieser ne, Hyaluron-Make-up, das muss ich sagen, von Rival de Loop, richtig toll. Dann habe ich ja dieses 4D Hyaluron Intensivgel von Zin. Habe ich euch ja gesagt, das habe ich mir gekauft. Das benutze ich jetzt auch schon täglich. Na, wie viel ist da jetzt noch drin? Ja, so halb voll noch, ne? Also ich bin wirklich fleißig am Benutzen und ich bin sehr glücklich damit. Das trägst du auch nach dem Reinigen des Gesichts und kannst danach deine normale Tagespflege weiter auftragen. Genau, und deswegen finde ich das so toll. So ein Hyaluron-Boost
sehr angenehm, so eine gelige Konsistenz und meine Haut fühlt sich richtig schön weich und durchfeuchtet an. Ich nutze jetzt auch die Tages- und die Nachtcreme, die habe ich allerdings jetzt noch im Schrank und wollte euch mal sagen, ich kann ja sonst keine Nachtcreme vertragen. Ich kriege ja sofort Pickel, weil die Cremes viel zu reichhaltig sind. Tatsächlich bei der Hyaluron-Nachtcreme von Zin, also aus dieser Reihe, das ist die Tagescreme dazu, die andere sieht genauso aus wie dann der Nachtcreme, dann nicht. Also die vertrage ich. Die erste Nachtcreme, die ich vertrage, hatte ich euch auch gezeigt. Ne? Auch schon einige, so ein schönes Glasteil, einige Male benutzt. Oh, sieht man das? Also da ist schon ordentlich was raus. Auch sehr, sehr angenehm. Bereue ich nicht, dass ich das gekauft habe. Ist gut. Gibt schön viel Feuchtigkeit für die Haut. Genau. Das wollte ich euch einmal noch erzählen zu den Produkten, die ich noch in Benutzung habe. Und ja, ganz besonders hat mich natürlich diese von Avant, diese Augencreme überrascht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe mich eher so ein bisschen lustig gemacht. Ich habe noch zu meinem Mann gesagt, guck mal, jetzt benutze ich ein flüssiges Gold auf den Augen. Und ja, habe gar nicht gedacht, dass das was bringt. Aber doch, die minimiert diese kleinen Fältchen unterm Auge. Ja, dann hatte ich das hier in dem Penny Adventskalender und habe auch schon, sieht man das, ein bisschen verbraucht. Und zwar für meinen Mann. Das ist ein Koffeinliquid von Alpecin und das, er hat ja so ein bisschen immer Haare im Waschbecken und seit 3 Tagen mache ich ihm jetzt jeden Tag abends eine Kopfmassage. Wir haben festgestellt, seine Kopfhaut war richtig, richtig fest und das ist nicht gut, wenn die Kopfhaut so fest ist, haben die Wurzeln gar keinen Platz mehr und die werden kaputt gedrückt nachher. Also die war so fest, mir taten nach der Massage schon die Finger so ein bisschen weh, nach dem ersten Mal. Beim zweiten Mal war es schon ein bisschen besser und jetzt haben wir schon 3-mal gemacht und heute Morgen sagt er zu mir, ich hatte nur 2 Haare im Waschbecken. Ja, und die Kopfhaut ist schon etwas lockerer und das ist mit Koffein erfrischend. Ja, das findet er ganz angenehm. Und naja, das wollte ich euch auch nochmal sagen. Also Männer, wenn ihr Probleme habt mit Haarausfall, versucht das mit Alpecin. Und wichtig ist eine Kopfmassage. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Da könnt ihr sehen, wie man so eine Kopfmassage macht. Die wichtigste ist halt dieses, dass ihr die Kopfhaut richtig schön lockert. Ne? Das haben nämlich viele Männer, dass die Kopfhaut mit der Zeit immer fester wird. Und dadurch fallen die Haare dann auch raus. Ne? Wenn man das dann weiß, kann man das ja verhindern. Und das fanden wir richtig gut. Mit Koffein. Genau. Das ist auch gerade noch in Verwendung und benutzen wir weiter. Und werde ich auch nachkaufen für meinen Mann, weil er ist ganz begeistert. Ja, das war mein kleines Aufgebraucht-Video und noch in Gebrauch. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.